Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute kommt endlich die Enthüllung des neuen Projektes. Und wie wir ja schon wissen, hat es mit Sky Drew zu tun, die wir zusammen mit Maria gebaut haben. Gebaut? Excuse me, erstellt. Ich werde euch jetzt Schritt für Schritt alle Regeln erklären und was das Projekt genau ist. Das Projekt wird Die Sims 4 Lucky Legacy Challenge heißen. Jetzt wird man sich fragen, aber was ist denn eine Lucky Legacy Challenge? Und wenn ihr zum Beispiel Liz Cinzy kennt, werdet ihr sowas ähnliches schon in ihrem Wheelspin-Format kennengelernt haben. Dort hat sie nämlich in jeder Folge oder sogar jedem Tag, ich bin mir unsicher, hat sie einmal das Glücksrad drehen lassen. Und dann hat sie das umsetzen müssen, was beim Glücksrad rauskam. Und genau das möchte ich jetzt komplett mit einer Legacy Challenge spielen. Das heißt, 10 Generationen, jeden Tag oder jeden Part, je nachdem, was dann das Ergebnis ist und wie und wo und was, werden wir drehen und das umsetzen müssen, was da halt rauskam. Dafür habe ich ein Dokument bei Google Docs angelegt. Das werde ich euch in der Beschreibung verlinken. Dort könnt ihr dann schauen, was da so alles bei rumkommen kann. Und ihr könnt vielleicht auch selber so eine Challenge starten, falls ihr Interesse daran habt. Wenn ihr das tut, dann lasst mich auf jeden Fall teilhaben, wie das Ganze dann bei euch aussieht, weil es würde mich halt schon sehr interessieren. Ja, auf jeden Fall habe ich zuerst hier die ganzen Beschreiben aufgedingst, weil die kann man ja leider nicht randomisen. Weil spätestens, wenn wir die Kinder kriegen, werden wir nicht wissen können, was das für ein Bestreben haben soll. Deswegen habe ich das jetzt hier einmal komplett aufgeschrieben. 45 Bestreben gibt es. Den Rest können wir ja so auslosen. Dann habe ich die Städte aufgeschrieben. Und ja, dann habe ich ganz viele Sachen aufgeschrieben. Nämlich genau 151 Sachen, die passieren können, wenn ich dann das Glücksrad drehe. Beziehungsweise ich werde den Random Number Generator nutzen. Das ist dieser hier. Den werde ich einfach bei Google, gibt man einfach Random Number Generator ein. Und dann kommt dieses Ergebnis und dann kann man halt hier Minimum und Maximum eingeben und dann macht man halt hier zum Beispiel 151 und dann haben wir hier zum Beispiel genau die 100. Ist sehr schön, das wäre natürlich ziemlich cool, so eine Zahl zu haben direkt. Dann müsste ich in dem Part joggen gehen. Genau. Und ich habe ein Anliegen an euch, denn ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendwas einfällt, was ich hier noch hinzufügen könnte. Weil natürlich weiß ich auch nicht immer hundertprozentig das, was man halt alles so in Sims machen kann. Und wenn euch noch irgendwas einfällt, was wir hier noch nicht gemacht, also was ich hier noch nicht aufgeschrieben habe, dann könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben und ich werde es hier hinzufügen, sodass wir es eventuell auslosen können. Ich blende euch hier einmal das Logo ein. Andere Seite. Ich blende euch hier einmal das Logo ein, wie es aussieht, denn ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und ich hoffe, es gefällt euch auch. Und ja, also ich finde es sehr, sehr schön und ich denke, damit kann man auf jeden Fall Spaß haben mit dem ganzen Zeugs. Ich werde euch jetzt noch einmal Sky Drew zeigen, denn sie wird natürlich ein bisschen anders aussehen, als wir sie erstellt haben. Als wir sie erstellt haben, genau. Mein Hirn funktioniert gar nicht. I'm sorry. Denn wir können sie natürlich nicht im Badeanzug rumstehen lassen. Im Alltagsoutfit. Sie ist natürlich trotzdem ein Vampir und die ganzen Grundsachen habe ich ihr beibehalten. Ich habe den ganzen Sim komplett mit Maria zusammen erstellt. Sie hat eigentlich fast alles mitentschieden. Und ja, genau. Zum Beispiel diese Schuhe, die haben wir behalten. Aber dafür hat sie halt jetzt was anderes. Den Badeanzug hat sie dann bei der Badekleidung halt an. Und ja, sie sieht unfassbar geil aus. Und not to be horny on main, aber ich finde sie einfach richtig hot. Ehrlich. Ich meine, look at her. Oh mein Gott. Queen auf jeden Fall. Sie hat sie sogar Fingernägel drauf und wow. Ihre Sportkleidung ist ein bisschen schlichter, aber schon ziemlich cool. Dead Girl passt halt ziemlich gut, weil ich meine, sie ist ein Vampir. Ich find's richtig, richtig cool. Und ihre Schlafkleidung ist natürlich auch. Ne? Also, she's a hot girl, I mean. Dann ihre Partykleidung ist auch mega geil. Ich meine, ziemlich ausgefallen. Ein bisschen Gay-Vibes, weil
Wahrscheinlich gehört sie LGBTQ+ an. Ich meine, was ist das für ein Outfit? Ich glaube nicht, dass straight Menschen sowas tragen würden. Es ist richtig, richtig, richtig geil. Oh, ich lieb's so sehr. Dann hier Badeanzug, habe ich ja schon gesagt, ist genau der, den wir dann ausgelost hatten. Der ja eigentlich bei ihrer Alltagskleidung war. Aber, ja, genau. Ich wollte es nicht ganz verfallen lassen und habe dann gesagt, damit das hier die Original-Vibes noch dabei sind, bleibt das natürlich. Ihre Sommerkleidung ist auch ziemlich cool. Ich meine, sie hat Katzenschuhe an. Ich finde es sehr, sehr passend, weil sie ja auch das Bestreben Tierfreundin hat. Und ja, ich denke, dann kann man sowas schon mal anziehen. Wieso schenkt mein Spiel Hilfe? Ich dachte, so ein Hut ist im Sommer vielleicht auch ganz gut. Ich meine, sie ist ein Vampir, sie würde sterben in der Sonne. Da ist so ein Hut vielleicht schon hilfreich. Und zu guter Letzt die Winterkleidung, die auch mega cool aussieht. Sehr, sehr schlicht, aber ich liebe es einfach so, so sehr. Sie hat natürlich weiterhin ihre... Ich weiß nicht, haben wir ihr die im Video gegeben oder halt später erst. Sie hat auf jeden Fall ihre Vampirzähnchen. Damit sie auch schön hier ihre Leute beißen kann. Ne? Ich finde sie auf jeden Fall mega schön und ich hoffe, euch gefällt sie auch, denn sie wird unser Gründer von der ganzen Legacy Challenge sein. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass wir das ganze Spiel auf kurzer Zeitspanne spielen werden. Hier, Sims Lebensdauer wird auf kurz gestellt, wenn wir dann den Spielstand starten. Ich habe noch keinen Spielstand erstellt. Das mache ich dann gemeinsam mit euch im ersten Part. Dort werden wir zum Beispiel noch auslosen müssen, in welcher Jahreszeit beginnen wir und in welcher Stadt und sowas, ne? Genau, das mache ich dann mit euch gemeinsam. Wir spielen auf kurzer Lebensdauer. Nur, das wird uns natürlich erstmal tatsächlich nicht jucken, weil sie ist ja ein Vampir. Das heißt, wir können uns erstmal ein bisschen Zeit lassen mit ihr. Im Gegensatz zu wenn wir jetzt einen normalen Sim gehabt hätten, was ich tatsächlich ganz angenehm finde. Aber ab Generation 2 wird es wahrscheinlich dann so sein, dass es nicht mehr so ist. Wir werden sehen, je nachdem, ob unser Kind dann auch ein Vampir sein wird oder nicht. Ich bin unfassbar gespannt darauf, was ihr zu dem Ganzen sagen werdet. Denn ich habe das Ganze schon relativ lange geplant. Ich habe dieses Dokument schon vor einigen Monaten erstellt. Beziehungsweise angefangen und immer was hinzugefügt, wenn mir was eingefallen ist. Ich hoffe so sehr, dass ihr euch auch freut, weil es ist was sehr, sehr Neues für mich. Vor allem wird es ja auch wieder ein Projekt sein, was wahrscheinlich ein bisschen länger läuft. Es wird natürlich genauso im Stil sein wie zum Beispiel Strangerville, wo ich dann so eine Stunde ungefähr spiele, 40 Minuten, 60 Minuten, je nachdem, wie es gerade so aussieht. Und dann werde ich mich darum kümmern, dass es dann halt so runtergeschnitten wird, dass halt nur das Wichtigste zu sehen ist. Oder beziehungsweise immer, wenn ich halt spreche, irgendwas dazu zu sagen habe. Ich weiß ja, dass dieses Geschnittene, dass euch das gut gefällt, weil sonst würde die Baby-Challenge nicht immer noch das beliebteste Projekt auf diesem Kanal sein. Deswegen werden wir das genauso handhaben. Ich werde in dem Thumbnail werde ich stehen haben, in welcher Generation wir uns so gerade befinden. Ich weiß auch nicht, ob ich dann pro Generation eine neue Playlist anfangen werde, aber das können wir dann noch klären. Dann kann ich ja vielleicht eine Umfrage machen oder so. Ich weiß ja nicht, wie ihr das dann lieber haben werdet, aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Wir haben ja noch gar nicht Generation 1 angefangen. Ich denke, wir werden spätestens in 2 Wochen oder so damit starten mit diesem Projekt. Wenn möglich, natürlich schon nächste Woche. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie genau ich das hinkriege. Aber das werden wir dann sehen. Und wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall, ob ihr euch freut auf das Ganze. Ob ihr euch so denkt, so, das ist irgendwie nicht das, was wir erwartet haben. Ihr könnt mir auch gerne sagen, dass ihr das kacke findet. Kein Problem. Dann werde ich das vielleicht nochmal ein bisschen anders aufziehen. Wer weiß. Ihr könnt mir auf jeden Fall sonstige Vorschläge auch in die Kommentare schreiben. Und genau, vergesst mir nicht zu schreiben, was ich noch ins Dokument hinzufügen soll, falls euch jetzt etwas einfällt. Das könnt ihr natürlich auch während dem Let's Play generell, könnt ihr das immer in die Kommentare schreiben. Ich denke, das war erstmal alles, was ich sagen wollte. Und sonst werde ich es im ersten Part dann noch irgendwo ganz am Anfang dranhängen. Ich bin super gespannt und ich hoffe, wir sehen uns dann beim ersten Part und beim nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss!